Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Vorderfeld, unserem John Deere Projekt. So, geht's los. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Ich habe das schon gestartet, noch nichts, also nichts weg. So, das ist, du bist der 6R, du kriegst die Sämaschine da hinten dran getackert. Gewicht und Sämaschine kriegst du jetzt. Mal kommt das entgegen. Uah. Macht der Menschen. Und bei der Überladewagen gestrickt. Weiter als wenn man irgendwo kollidiert und hast den Erbs abgebremst. So extrem. Da vorne ist die Einfahrt. So, rein hier. Hatte schon angesehen. Hinten brauche ich ja gar nicht ansehen. Ist ja schon alles im Wachstum, oder? Halt. Deutsche Taste. Bum, 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 bum. Ups. Der Rest ist Sojabohnen. Genau. Wachstum sind sie eh alle. Oh, Kalk brauchen die da hinten. Kalk muss ich, also können wir jetzt Kalk rausschmeißen vorne. Können wir Kalk schmeißen vorne. Haben wir noch was zu tun. Jetzt muss ich irgendwas gucken. Muss ich mal was gucken. Die Kohle habe ich ja fast, habe ich genug, würde ich sagen. Muss jetzt nicht unbedingt eine Platte machen, dass das Geld nicht reichen könnte. Shop. Und zwar ILWs. Hier. Nemo Kalk, der nimmt Kalk, der nimmt. Ihr habt das auch Kalk. Ohne Trennwand. Aufkleber. Saatgutstecker, würde ich sagen. Ackerbereifung. 1200 PS brauche ich dafür kaufen. So, was haben wir denn dafür? Also, was schöpfen und schleppern da? Garage. Sind die Dinger? 6M. Hat wie viel PS? Ja, da reicht nie. Ja, hi. Ohne der Uni 6R hat genug, dass ja der oben steht, der Achter. Okay. Und noch ihn kaufen müssen. Ein Zug fährt für das Ding. Wir brauchen ja Düngerstrahl, wie viel PS? Was ist denn hier? Düngetechnik, das ist der große, ne? Der braucht PS-technisch. Wird ja gar nicht dazu, das sieht ja.
Ich mir noch nicht, steht auch nicht PS-technisch. Ja. Du hast 300 PS oder so. Du fährst zum Händler. Wo ist das Ding? Machst du hier schon mal düngertechnisch voll, ey, ja. Dingsbumstechnisch voll. Mit Kalk. Und der andere schickt man dann los zum Kalken. Weil gerade wenn ich da oben bin, kann es passieren, ich muss dann mehrmals hier Kalk holen. Kann es passieren, ich muss mir das umschubsen dann bei mir, zwecks Unterstandstechnisch. Auch selber sehen. Von der Höhe. Ob schon unter den offenen Unterstand schieben mit oder halt in die Garage mit reinsetze. Die Garage könnte knapp werden. Also gucken mal, muss ich dort lang fahren? Zwecksbefüllung. Das kalken wir dann nächste Folge. Ich guck gleich mal. Wo haben wir das Ding, wo offen ist? Hier. Ich guck mal, ob er hier zu den reingeht. Oh doch, geht rein. Die Tore sind ja alle gleich groß, denke ich mal. So, um die dem. Ist auch noch frei, hier ist Slugs. Muss man vielleicht dort rein. Wenn er von der Länge her reinpasst, ist das. Und ich glaube, es geht auf das hat hier vorne mitstehen. Das bildet sich Knabel mit dem Ding, hab ich den Eindruck. Das 6M wird wohl ausgemustert werden als erstes. Und noch 6R her. 6R damit. Mal ganz kurz Shop. Leber, schon Dir Pack. 6M, 26M, 6R. Der Frontladeranbau. Gänge auch.
So, let's go. Und als Hacke. So, noch rieselt's Geld runter. Und der wird mit der 6M hier vorne weichen müssen. So. Ist voll, wie es aussieht. €5.000 voll gemacht mit Kalk den Stuhl. Nun ja. So, die Lederstücke machen wir jetzt auch noch hier vorne. Zack. Das war Feld Nummer 1. So, ist die Einfahrt hier hinten. So, die. Oha, es stirbt doch gerade ein Heldentod. Ganz schlecht hier. Brauchst dringend mehr PS. Hol mir was, Wolla, du brauchst dringend mehr Power.
So, Dilly. Noch viel weiter raus vorne. Ich brauche überlappend Dünge. Hier Kalke. Das sieht schon besser aus. So. Aber schön Freestyle. Und weiter geht's. So, die letzte Go. Dr. Timer passt noch alles, liegen wir im grünen Bereich. Liegt nur alles noch im Safe. Und Attacke. So, Udeli. Und gerade Bäume ein bisschen im Weg, muss eher lenken, sonst wäre ich da dagegen gesemmelt. Das wäre ein Problem, haben wir gleich drüben auch nochmal mit den Bäumchen. Aber eins nach dem anderen. Ich glaube, dann, wenn ich die auf alle gedüngt habe, machen wir einen Schleppertausch. Weil ich die gekalkt habe. Warum kommt immer, sage ich immer, düngen? Meist doch Kalk. Und kein Dünger. So, gucken wir mal, das Ding jetzt fertig kriegen noch. Sieht aber gut aus. Mal gucken, was eher als Folgezähne oder hier Kalk alle. Ich tippe aber ja auf letzteres Kalk alle. So, ein paar Meter haben wir noch zu machen. Hilft alles nichts, ein paar Meter sind es noch. Und 20% haben wir bloß noch. Es wird verdammt eng. Sagen wir so, wie es ist. Aber noch sind wir im guten Bereich, würde ich sagen. So. 15, 10, 16% mal 15er. Könnten wir schaffen. So. Letzten Meter mache ich jetzt im Off fertig. Denn viel zu sehen gibt es jetzt eh nichts mehr. Komme ich zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.